Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Gamescom 2016. Wir sind hier in der Business Area und ihr habt es gerade schon gesehen, Bandai Namco hat uns das neue Dragon Ball Xenoverse 2 gezeigt. Und die Sarah kennt sich mit dem ganzen Universum natürlich sehr gut aus. Und deswegen interviewe ich sie jetzt mal ein bisschen. Das können wir natürlich auch untereinander, nicht nur mit irgendwelchen Pressevertretern. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und Sarah werde ich jetzt dazu befragen. Wir haben die PlayStation 4 Version gesehen. Was kannst du denn so über die Optik bzw. die PlayStation 4 Version sagen? Also, vorweg muss ich erstmal sagen, dass ich Dragon Ball Xenoverse noch nicht gespielt habe, auch noch nicht reingeschaut habe. Ich kenne nur die alten Dragon Ball, Budokai Tenkaichi zum Beispiel, für die PlayStation 2 noch. Im Vergleich dazu natürlich ein Riesensprung, allein schon grafisch, der Hammer. Allein schon wegen der Konsole zwischen PlayStation 2 und 4, warm. Die Grafik war für mich der Hammer. Detailliebe kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil es halt nicht so detailreich ist, aber für Dragon Ball wirklich super schön gemacht. Für mich, den ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Ganze, sahen die Attacken extrem gut animiert aus, wirklich, und auch extrem flüssig. Das fand ich positiv. Ja, die Attacken auf jeden Fall. Die Charaktere sind auch schön animiert wieder gewesen. Natürlich wieder im altbekannten Zeichenstil, also nicht animiert in dem Sinne, sondern der Zeichenstil, Art, Dingsbums. Da war so ein bisschen Cell-Shading dabei, also so ein bisschen Borderlands-mäßig, sowas in die Richtung. Genau. Und ja, von der Umgebung her, aber auch, wenn man die Weite gesehen hat, das hat nichts geruckelt, das war wirklich alles flüssig. Die Steuerung war auch wirklich 1:1, es war so angenehm zu spielen. Du hast nicht X gedrückt und 2 Sekunden später hat er es gemacht, sondern es war X, boom, weg. Ja, wir haben eine Singleplayer-Mission. Ja, genau. Das Neue ist jetzt, oder was ist neu? Es gibt jetzt einen Story-Modus, einen großen scheinbar, wo ihr die Story von verschiedenen Charakteren dann durchspielen könnt, Charaktere dadurch erkennen lernen könnt und so weiter. Ja, lassen wir uns überraschen, was dabei rauskommt, ob wir mehr erfahren, wobei es ja nicht wirklich viel mehr zu erfahren gibt, wenn man sich ein bisschen mit Anime, Manga auskennt. Oder vielleicht haben sie ja was erfunden, wer weiß. Dann haben wir noch eine Online-Lounge gesehen. In der Online-Lounge können sich wohl ein paar Spieler miteinander treffen und sich auch für Spiele oder gemeinsame Kämpfe eben verabreden. In der Online-Lounge haben sie so ein paar Neuerungen gezeigt. Also man kann da jetzt ein bisschen fliegen. Was heißt ein bisschen? Man kann fliegen. Es gibt da auch irgendwelche Expertenmissionen, die dann wohl ein bisschen schwieriger sind und ein bisschen mehr Kampferfahrung bedürfen. Genau, also ihr werdet praktisch, wenn ihr Konsole spielt, mit dem Internet verbindet, könnt ihr einfach in diese Lounge gehen, wie man es aus verschiedenen Spielen schon kennt, mit Spielern auch interagieren, gegeneinander kämpfen, duellieren, wie auch immer, verschiedene Missionen dadurch freischalten, auch Quests machen und euch da auch gegenseitig irgendwie ein bisschen beschnuppern. Was mir noch positiv aufgefallen ist, dass dafür, dass es sogar eine Presseversion war, die Ladezeiten, also die waren eigentlich okay. Also die waren nicht super schnell, aber die waren für so ein grafisch aufwendiges Spiel wirklich gut. Ja, ich muss dazu sagen, es gab damals so tolle, die Ladezeit war zwar damals vielleicht ein bisschen nervig, aber es gab tolle Minispiele in den Ladezeiten. Ich frage mich, ob die das ganz weggelassen haben, weil da hat man jetzt nichts von gesehen. Weil ich persönlich fand immer voll toll oder mag es, wenn die Ladezeit sich ein bisschen hinauszögert, wenn dann so ein Minispiel ist. Vielleicht sind die Ladezeiten ja tatsächlich super kurz und das waren einfach nur Platzhalter für die Minispiele. Ja, wer weiß, mal schauen. Also. Ich glaube es eher nicht, denn das Ganze kommt schon am 28. Oktober dieses Jahr raus. Und zwar relativ fertig. Es war schon relativ fertig, ja. Und zwar auf PS4, Xbox One, PCs und Digital, haben sie noch gesagt. PC Digital, ja, also. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Ich glaube, Steam haben sie erwähnt, kann das sein? Ich vermute mal sowas Richtung Steam Machines oder sowas. Das heißt, in irgendeiner Form wird es vielleicht sogar auf dem Mac rauskommen, vielleicht sogar auf Linux. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen, ja. Genau. An sich, tolles Spiel. Wie gesagt, wir konnten es noch mit anspielen. Wir zeigen euch jetzt am besten noch ein bisschen was von dem Spiel. Sarah hat auch ein bisschen dazu kommentiert. Viel Spaß dabei. Und danach sehen wir uns wieder. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Dragon Ball Xenoverse 2 zu testen, die Demo-Version. Machen wir einfach mal. Press any button. Ich werde es gegen den Computer versuchen. Ich werde voll abkacken, aber egal. Ich werde Trunks nehmen, einfach weil Trunks.
Machen wir random. Oh, na toll. Ja. Wir schauen. Tournament Stage, Wasteland, Namek, Hölle, Midnight. Also das sind eigentlich so die bekannten Arenen, mehr oder weniger. Machen wir auch mal random. Oh ja, Wasteland. Gerade bei der Präsentation haben wir gehört, dass das Spiel schneller laufen soll. Schade, dass wir den Ton nicht ganz hören, aber okay. Wow. Wir haben rechts auch hier die Attacken stehen, was wir gerade machen können. Ich weiß es natürlich nicht, ob da eine Schwierigkeitsstufe gibt. Wahrscheinlich bei der Demo nicht. Fühlt sich aber wirklich relativ einfach an, vom Handling her, von den Bewegungen. Fühlt sich an, als ob das einfach eingestellt wäre. Ich war nie so gut in den Spielen. Okay, ja, da haben wir es doch. Ja. Oh ja, okay. Kaum sage ich es, gell, und schon kacke ich ab. Steh auf. So, mal nochmal testen. Special Attack. Das war dumm, weil er nicht in meiner Reichweite war, aber was soll's? Ich spiele es gerade übrigens zu PlayStation 4. Gehe ich mal davon aus, welchen PlayStation 4 Controller in der Hand halte. Herzer. Jawohl. Naja, fast. Sie haben, glaube ich, ein bisschen an der Grafik der Umgebung umgeschraubt. Also Xenoverse habe ich nicht gespielt, sondern nur die alten. Dragon Ball noch, keine Ahnung, PlayStation 2, wo noch waren. Da war die Grafik aber nicht so flüssig von der Umgebung her. Ich finde auch das Charakterdesign ist schöner. Gut, ich denke, das sollte vielleicht fürs erste Mal reichen, weil andere bestimmt auch noch testen wollen. Vom Fühlen her fühlt sich echt super an. Die Steuerung ist wirklich 1:1, kommt gut rüber. Grafisch finde ich sehr schön, ist nicht ruckelig, läuft flüssig. Auch von den Farben her, es ist nicht zu knallig, es passt, glaube ich, alles ganz gut zusammen. Und da sind wir wieder zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video hier auf der Gamescom. Ciao. Ciao.